Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe für euch heute ein Unboxing, denn die liebe Sabrina hat mich mit einem Paket überrascht und hat mir durch die Blume zu verstehen gegeben, dass ich doch bitte ein Unboxing machen soll. Genau, ich werde das Video so kurz vor Heiligabend, glaube ich, hochladen. Dementsprechend wünsche ich euch ein paar schöne Weihnachtsfeiertage mit gutem Essen und dass, soweit wie es euch möglich ist, ihr das dann auch zusammen mit euren Lieben verbringen könnt. Genau. Und ja, wir fangen an. Das ist mal das Paket, was mich erreicht hat. Ich habe es nur aufgeschnippelt, ich habe noch nicht reingeguckt. Das mache ich jetzt quasi mit euch. Genau, hier vorne steht die Adresse auf. Wir klappen das mal auf. Ja, dürfte Sephora stehen. Also es sieht so aus. Ja. Oh, hier ist noch eine Adresse. Moment. Dann muss dann ein bisschen runter, damit ihr das nicht... Ach Gott. So, das war der Überblick. Da steht Frau Fuchs auf diesem Brief und den nehme ich mal zuallererst. Den hat sie gut zugeklebt, den Umschlag. Moment. Oh ne, da steht Frau Fuchs. Ich entschuldige mich, ich habe es nicht richtig gelesen. Aber ist ja auch egal, ob Frau Fuchs oder Frau... Ja, super erwischt. Die ist sehr, sehr drollig. Die ist sehr, sehr drollig. Ach Gott, ein frohes und friedliches Weihnachten. Ach mein Gott, ist die toll oder ist die toll? Oh. Allein schon die Karte, ne? Vielen, vielen Dank. Ich klappe mal auf. Okay. Okay, also es sind sehr, sehr persönliche Zeilen für mich und ach Gott, ja. Ihr Hund, der Henry, der hat auch etwas für den kleinen schwarzen aufgeregten Hund reingepackt und ja. Ach Gott. Vielen, vielen Dank für diese Karte und für die lieben Zeilen und ja, genau. Weihnachtszeit, ihr kennt das, ne? Also ich bin da immer total emotional. Ich weiß nicht, wie das mit euch so ist, aber ja, Weihnachtszeit halt. Okay. Die Karte kommt zu den anderen Karten nach da quasi. Da stehen meine und die werde ich für immer aufheben. Die ist so schön. Ich glaube, die kommt nächstes Jahr auch wieder als Deko raus. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott, die ist drollig. Dankeschön. So, ich sehe hier schon etwas für den kleinen schwarzen aufgeregten Hund von Vitakraft. Diese Beef Sticks einmal in Wild und einmal in Puter. Ja, Clara liebt die Teile ohne Ende und ja, die werden dann auf ihrem bunten Teller mitkommen. Also, ihr habt das bestimmt auch, Weihnachten, es gibt ja diese bunten Teller quasi und die letzten Jahre habe ich das halt immer für die beiden gemacht, für Linus und Clara und dieses Jahr halt nur für Klärchen. Und ja, da kommen sie dann drauf und dann kriegt sie die, genau. Vielen, vielen Dank im Namen von Clara und liebe Grüße an Henry und viele, viele Kraulis und danke. Oh Gott. So, hier ist was nicht eingepackt. Ich nehme das mal und das sieht mega schön aus. Spiegelt euch jetzt wahrscheinlich total. Seht ihr das? Ja. Also hier steht Sephora unten drauf. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, ja jetzt wahrscheinlich. Und... da ist irgendwas drin, ne? Also es ist eine richtig coole Kosmetiktasche, die changiert in sämtlichen Farben. Richtig, richtig cool. Und es ist da wohl was drin, ne? Weil es fühlt sich so an. Ich nehme das mal raus. Mensch. Das ist ein Kissenbezug, wenn ich das hier richtig entziffert habe. Jetzt denkt der kleine schwarze aufgeregte Hund, es ist für sie, aber nein. Oh, oh wie
von Mac. Oh, wie schön. Wie cool ist das denn bitte? Okay, wartet, 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 wartet. Nein, das ist ein Tuch, das ist kein Kissenbezug. Oh Gott. Ja, Clara, es ist ein Tuch. Genau, hast du gut erkannt. Also, es ist ein Tuch mit, hier unten steht Mac. Ja, jetzt piept sie, weil sie diese Dinger hier gesehen hat. Und jetzt möchte sie. Möchtest du jetzt ein? Bleib da wegen der Kamera. Warte. Warte. Ich hätte sie schnuffen. Hier, nimm. Nimm. Ja, sind von Henry. Und nimm. Ja, prima. Nimm mit. So, geh mal wieder in deinen Korb, nimm das Ding mit und freu dich drüber. Gut, und ich freue mich über dieses Tuch. Das ist so, aber ich habe da auch was von Pillow gelesen. Oder bin ich... Es kann natürlich auch sein, das macht das L. Oh nein, da steht Scarf. Okay, aber Powder Kiss. Ja, dieses Powder Kiss hat mich wohl, ich weiß nicht, an was erinnert. Auf jeden Fall, es ist von MAC und es ist schön und es ist cool und es ist ein ganz tolles Tuch. Und ja, großartig. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ich packe das zusammen. Ich werde es durchwaschen und dann mitnutzen. Und dann werdet ihr es bestimmt bei Instagram, bei einem Outfit of the Day sehen, wenn ich dann mal irgendwann wieder unterwegs bin. Oh mein Gott. Ja, und die Tasche ist natürlich auch voll schön von Sephora. Vielen, vielen Dank auch dafür. Oh Gott. So, was haben wir hier? Oh, eine Parfümprobe von Coco. Coco Mademoiselle von Chanel. Freue ich mich sehr drüber. Ich kenne diesen Duft nicht. So sieht der Flakon aus. Freue ich mich. Ich habe ein bisschen Pröbchen aufgebraucht, aber ich muss sagen, ich habe in der letzten Zeit überhaupt nicht. Und ja, vielleicht schreit 2021 nochmal nach einer Pröbchen-Challenge. Aber das Ergebnis kriegt ihr dann. Und mal gucken, wann ich das drehe. Aber ihr bekommt es dann auf jeden Fall. Ja. Also es ist auf jeden Fall was für die Nacht. Also ein bisschen intensiver könnte ich es mir dann durchaus vorstellen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Vielen, vielen Dank auch dafür. Von Shiseido Ultimoon Power Infusion Konzentrat. Sieht so aus. Auch da freue ich mich drauf, das zu testen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ja, ich stehe auf so Pröbchen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich dann mal bekomme, welche bekomme. Das wollte ich sagen. Oh Gott, das ist noch so viel Zeugs drin. Sabrina, was ist das? Ach Gott. Wir haben hier noch eine Tasche. Die sieht so aus. Von Alcina. Ich glaube, das ist eine Haargeschichten, Haarproduktenmarke. So. Ach Gott, da ist noch ein Zeug. Und da ist noch was eingepackt. Es ist alles eingepackt. Ich möchte nicht mehr. Okay, ich nehme erstmal das, was nicht eingepackt ist. Pio d'Amour, ein Parfüm von Stark. Schöne Verpackung, schönes Rot. Hat ein bisschen was von dem einen Essie-Nagellack. Sehr, sehr schön. Bin ich gespannt. Also, ne, hier ist ja auch noch ganz viel Zeug eingepackt. Und in dem anderen ist auch noch eingepackt. Und hier an der Seite sind, glaube ich, sie nennt das immer Füllmaterial. Also Proben benutzt sie immer als Füllmaterial. Still Waters Run Deep von Artemis of Switzerland Skin Aquatics. Eine feuchtigkeitsspendende Gesichtscreme. So ein Pröbchen. Bin ich sehr, sehr gespannt. Ich kenne die Marke nicht. Freue ich mich aufs Testen. Von Mugler, das Alien. Ich hatte jetzt gerade das Angel. Das hat mir leider nicht gefallen. Das Alien mag ich. Das ist ein bisschen schwerer. Und ich finde, die machen auch voll schöne Flakons. Ja, vielen, vielen Dank auch dafür. Und von Too Faced, Born This Way, eine Foundation-Probe. Ja, probiere ich. Habe von denen aktuell gerade einen Primer in Verwendung. Den habe ich, glaube ich, auch mal von dir bekommen. Und ich finde, dass der nicht so gut riecht. Aber so, da ist noch was Uneingepacktes.
Von Origin Ginseng Refreshing Eye Cream to Brighten and Depuff. Okay. Kurze Nacht, langer Flug, Schwellung und Schatten rund um die Augenpartie. Dann brauchen Sie eine extra Portion Koffein und das kriegt man dann halt mit der Creme. Bin ich sehr gespannt. Werde ich ausprobieren. Auch dafür vielen, vielen Dank. So, das ist jetzt nur noch eingepackter Kram. Und das ist eingepackter Kram. Ich fange jetzt mal mit der Tasche an. Hier haben wir halt so Pröbchen. Und du hast ein voll schönes Papier verwendet, das aber eher wie so Folie ist. Könnt ihr das erkennen mit den kleinen Kringen? Sehr, sehr schön. Ich fange mal an, es vorsichtig aufzumachen. Body and Soul Wellness Japan Spa Tradition Body Lotion. Ich liebe dieses Badepuder davon und ich habe einen Duschschaum davon. Den benutze ich für besondere Anlässe, also nicht tagtäglich. Und jetzt habe ich noch die passende Body Lotion dazu. Wie geil. Wie geil. Ich danke dir, wie wild. Wenn ihr einen Müller um die Ecke habt und ihr mögt einen sehr pudrigen, sauberen, femininen Duft, dann guckt euch mal das Badepuder davon an. Und ich weiß nicht, ob die noch den Duschschaum haben oder das Duschgel davon. Auf jeden Fall, das ist so, so toll. Und ja, vielen, vielen Dank dafür. Es ist noch wohl eine Tube. Ich mache das nochmal vorsichtig auf. Also dieses Papier ist okay. Body and Soul Wellness. Oh Gott, die Cremedusche. Also passend. Sehr, sehr cool. Ich freue mich darüber total. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Du verrücktes Weib. So. Und dann ist die Tasche leer. Und die ist voll schön. Bisschen größer, also die kann man auch dann gut mitnehmen, so auf Reisen. Ja, für so Täschchen und so bin ich ja auch immer zu haben, ne? Aber es kennt ihr bestimmt. Naja, so, dann gucken wir mal. Und nochmal die Cremedusche. Nüt, nüt, nüt. Sehr, sehr gut. Ja, also so Duschen gehen ja eh mal ziemlich schnell leer. Im Gegensatz zu so Bodylotion und jetzt muss ich nicht mehr ganz so deutsch sparen. Das ist sehr, sehr toll. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. Du verrücktes Weib. Dankeschön. Okay. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Da wir jetzt gerade bei Tuben waren, ich fange mal auch hier mit einer Tube an. Und das Papier ist voll, voll schön. Es ist innen drin so silber. Das ist voll schön. Okay, auch von Body and Soul Wellness. Von der Reihe Red Berry Spa Pleasure mit Granatapfel und Cranberry die Handcreme. Ich habe von dir aus dieser Japan Spa Tradition Reihe auch die Handcreme und ja. Davon mag ich auch die Maske, die es davon gibt. Und jetzt habe ich davon noch eine Handcreme. Und Handcreme kann man immer, immer, immer gebrauchen. Und ja, hier mag ich auch den Duft sehr, sehr gerne. Und das ist ein voll schönes Rot mit so ein bisschen Blaueinstich. Kommt bei euch jetzt, glaube ich, gar nicht so rüber. Es sieht so bam-rot aus, aber es ist gar nicht so bam-rot. Aber vielen, vielen Dank dafür. Hier ist noch eine Tube. Ich schlage jetzt vor, wir, was sich so als Tube erfüllen lässt, das machen wir jetzt einfach auf. Von Cardia Vera. Ein Fruchtsäurepeeling. Cool. Zell Beauty Komplex und Fruchtsäure verjüngertes Hautbild.
Du möchtest mir was damit sagen, ne? Mit diesem verjüngerten Hautbild, ich verstehe. Ja. Auf jeden Fall kenne ich nicht, freue ich mich aufs Testen. 100 Milliliter sind da drin. Und ja, so Peelings gehen halt immer, ne? Sehr, sehr cool. Vielen, vielen Dank. Und Müller-Produkte. Du Guter. So. Hier ist noch eine. Ja, genau. Jetzt muss natürlich jemand bohren. Wie könnte es auch anders sein? So, hier haben wir noch eine Tumor. Oh, nochmal von Cardia Vera. Ein Micellenwaschgel plus Augen-Make-up-Entferner. Oh, ich hätte mir jetzt tatsächlich entweder halt ein Micellenwasser oder ein Augen-Make-up-Entferner kaufen müssen, weil das habe ich. Also ich habe jetzt noch einen in Verwendung. Und ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich bin lauter als der da jetzt gerade bohrt. Und das kommt wie gerufen. Und cool, ich freue mich aufs Testen. Vielen, vielen Dank. Das Ding hat 200 Milliliter, auch hier 33% mehr. Ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr das kennt, wenn ihr Müller-Make-up habt. Würde mich echt interessieren, wie ihr das findet, ob ihr das kennt. So, und ich habe gesagt, ich stoppe jetzt mal kurz das Video, damit der sich hier ausbohren kann. Und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich. So, ich hoffe, er hat jetzt ausgebohrt. Also das ist jetzt gefühlt 10 Minuten später. Ich hoffe, er ist jetzt fertig. Hier ist immer noch so viel Zeugs drin. Oh Gott. Das hier. Das fühlt sich an wie entweder eine Spraydose oder vielleicht doch ein Duschschaum oder ja, ein Deo oder irgendwie so. Ich entferne mal die Schleife. Oh, von Fa. Foam and Oil für die Dusche, ein Showerfoam mit Mandelöl und Magnolienextrakt. Cool, kenne ich nicht, bin ich gespannt. Riecht man was? Oh, das riecht gut. Blumig pudrig. Ja, toll. Vielen Dank. Also, das kenne ich nicht. Bin ich sehr gespannt. Cool. Coole Geschichte. Oh Gott, hier ist noch so viel Zeugs drin. Sabrina, du machst mich wahnsinnig. Oh, er ist wieder da. Ja, es tut mir wirklich leid. Keine Ahnung, warum die jetzt meinen müssen hier. Body and Soul. Japan's Butt Tradition nochmal die Handcreme. Also rieche ich wirklich von quasi Kopf bis Fuß danach. Das ist so geil. Dann kann ich die andere anbrechen. Ich freue mich. Vielen, 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 vielen Dank. Oh mein Gott. Du verrücktes Huhn. Wir stoppen nochmal ganz kurz. So, weitere 10 Minuten später. Das hier. Muss ich tatsächlich abreißen, weil und so ich jetzt auch keine Schere hier habe. Wir hatten es heute Morgen noch, oder? Dass ich die sehr, sehr, sehr gut finde, diese Anne-iPads von Action. Ja, das hatten wir heute Morgen noch. Weil ich in dem Adventskalender von Sarah welche von Cardia Vera zum Testen bekommen habe. Und ich hatte mit Sabrina heute Morgen telefoniert. Und da hatten wir uns über die Teile unterhalten. Da habe ich gesagt, ah, ich finde die auch so toll, aber bei Action gab es ein neues nicht. Du bist großartig. Vielen, vielen Dank. So. Oh Mann. So. Machen wir mal weiter. Das ist sehr schwer und es fühlt sich sehr nach Masken an. So. Oh Mann, du sollst doch nicht. Ich versuche es noch aufzumachen. Moment. Ja, also die Frau hat den absoluten Nationalschuss, aber okay, reden wir nicht drüber. Was haben wir denn hier? Von The Beauty Depth Holy Guacamole. Eine Avocado-Sheet-Maske. Cool. Ich kenne die nicht. Keine Ahnung. Ich bin da sehr gespannt. Dann
Spill the tea, in Klammern 3. Ja, also eine koreanische Maske, wahrscheinlich mit Teebaumöl, denke ich mal. Kann man immer gebrauchen. Vielen, vielen Dank. Und dann, ach du verrücktes Weib. Mensch, es kommt wie gerufen. Viermal mein geliebtes Badepuder von Body and Soul. Ich finde das so toll. Also Leute, absolute Kaufempfehlung. Ne? Wenn ihr Müller habt, rennt dahin und geht euch eins. Das ist so lecker, so toll. Ich liebe es. Und jetzt habe ich 4 und ich glaube, ich habe noch im Backup 8 oder so. Also ich kann dann jetzt jeden Monat einmal baden und habe dann 12. Ja. Nein, reicht das für genau ein Jahr. Cool, vielen, vielen, vielen Dank. Dann nochmal von Body and Soul Red Berry Spa Pleasure mit Granatapfel und Cranberry. Diese Maske, die habe ich vorhin erwähnt, die finde ich auch mega gut. Und ja, die soll Feuchtigkeit spenden, denn das ist sie auch. Und die riecht ganz toll und ich mag die. Sehr, sehr cool. So, und was ist das? Von Dr. Scheller. Natural and Effective Argan und Amaranth Antifaltentuchmaske. Straffend, anspruchsvolle Haut. Probiere ich aus. Kenne ich nicht. Habe von der Marke auch noch nichts getestet. Und freue ich mich drauf. Vielen, vielen Dank. Ja. Oh Gott, hier sind immer noch 4 Pakete drin. Ich nehme mal das hier. Es ist eine Verpackung. Und in der Verpackung, na klar, ist da eine Verpackung. Aber das könnte vielleicht ein Serum oder sowas sein. Was nochmal extra verpackt ist quasi. Von Cardia Vera Glow Honey Sugar Scrub mit Manuka Honig und Zuckerkristallen. Und was für eine schöne Aufmachung. Also, alter Falter. Cool, ich bin gespannt. Ich möchte es halt nicht aufmachen. Ne? Und dran riechen. Also ich möchte schon gerne, aber ich tue es jetzt nicht, weil ich ja dann erstmal meinen Sugar Scrub da zu Ende nehmen muss und dann nochmal gucken. Ich hatte hier doch noch eins, ne? Ein Fruchtsäure-Peeling. Also jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich das oder das nehme. Wobei, für den Winter, glaube ich, würde ich eher auf das Honig zurückgreifen. Ja. Mal gucken, welches demnächst ins Badezimmer einzieht. Ihr seht es dann im Aufgebraucht-Video bestimmt. Oh mein Gott, jetzt ist es. Ich nehme mal das. Also wirklich, du bist der Knaller, der absolute Knaller. Mabert Germany Cleansing Enzym Peeling Powder. Noch ein. Ich kann mich. Ja, dann. Ja, durchtesten. Also ich kenne das nicht. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich kenne auch die Marke nicht. Keine Ahnung. Es sind 40 Gramm. Ein sanftes Enzympeeling. Bin ich auch mega gespannt drauf. Und das sieht so aus. Also eine sehr hübsche Aufmachung, wie ich auch finde. Ja, werde ich mir in Ruhe angucken und dann werde ich das irgendwann testen. Vielen, vielen Dank. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir noch 2. Einmal so, einmal so. Ich entscheide mich erstmal für das etwas größere und das kleinste, lasse ich mir zum Schluss. So, aber nochmal auf das Geschenkpapier zurückzukommen. Ne? Das ist wunderschön. Kannst du mir mal nachher schreiben? Oder die Tage, wo du das her hast. Also das Geschenk. Bist du denn des Wahnsinns? Fenty Beauty, einmal ein Diamond Bomb All Over Diamond File. Superfine 3D Sparkle for Face and Body. Plus dazu ein Gloss Bomb. Ja, Fenty Beauty by Rihanna und du hast einen absoluten Schuss. So bescheuert.
Es ist schön, es ist sehr schön. Und ich habe von ihr, von diesen kleinen Teilen schon mal zwei bekommen. Und die sind halt nicht babsig. Sie sind auch nicht kussfest, aber das ist egal. Aber sie sind halt nicht so babsig. Ich mag keine Lipglosse, die halt quasi so an den Lippen kleben. So, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und vielen, vielen Dank auch dafür. Dankeschön. Dankeschön. So, jetzt noch das Letzte und dann ist es auch viel zu viel und viel genug und sowieso und überhaupt. Von Catrice. Das sieht sehr, sehr schön aus. Limited Edition Glow in the Bloom. Ein Blush and Glow 1002 Rose Duett. Das sieht so aus. Mega. Mega. Voll schön. Ich mag es sehr. Liebe, liebe, liebe Sabrina, vielen Dank für diese Kleinigkeiten. Es hätte nicht Not getan. Das weißt du selbst. Und ja, ich bin baff und ich freue mich. Und ich freue mich auf das ganze Ausprobieren und so weiter und so fort. Und ja, also ich bin überwältigt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Also, der Kater hätte es auch getan, alle Male. Oje, ihr Lieben, bei euch sage ich vielen Dank fürs Zusehen und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid bei eure Foxy.